Ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zum Akustik-Gitarren-Workshop von meiner Version von House of the Rising Sun. Ich habe mich bei meiner Bearbeitung so ungefähr an die Akkorde von den Animals gehalten, also A-Moll, danach ein C. Dann spiele ich aber das D nicht normal hier, sondern ich nehme das C, verschiebe es um zwei Bünde vor und somit wird es dann zu einem D-A-D-D-11. Dann gehe ich zu einem F. Dann würde die Melodie verlangen, dass wir diese Note hier spielen. Das heißt, ich nehme das ursprüngliche A-Moll, das dem Ganzen zugrunde liegen würde, und verschiebe es vor auf den fünften Bund mit einem Paré-Akkord. Dann gehe ich wieder zurück zu einem ganz normalen C, wieder zu unserem D-A-D-D-11, dann zu einem ganz normalen F, A-Moll, E, A-Moll, E7. Schauen wir uns das vielleicht Takt für Takt an. Um das Ganze noch möglichst groovig zu gestalten, ist, dass man hier mit dem Handballen der rechten Hand E-Seite, A-Seite und D-Seite immer abdämpft, sodass man so einen knackigen Bass zusammenbekommt. Ja, und ich glaube, viel mehr gibt es zu dem Stück auch nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Freude und viel Erfolg beim Spielen.